Hey Leute und ein herzliches Willkommen zurück hier zu Far Cry 5. Wir haben beim letzten Mal die Hütte hinten befreit. So, jetzt haben wir erstmal schon mal ein Fahrzeug. So, und wir waren auf dem Weg Richtung dem Punkt da. Da geht die Story ein bisschen weiter. Mal hier umrennen. So. Ich hab mal geguckt, aber das ist schon die Aufnahme, wovon ich gesprochen habe, also die Fensteraufnahme. Oh, cool. Ja, Musik, Radio, Radio aus, Radio aus. Ah, ist aus. Ja, ich steck mal ein hier. Sitze tauschen. C. Und ausmachen. Und wieder ein neues Auto. Ein bisschen sportlicher. Oh, der hat Speed drauf. Sowas mag ich. Das hat mir früher immer gefehlt bei Far Cry. Vor allen Dingen bei Far Cry 4. Das schnelle Fahren. Gucken wir doch mal. Einfach mal hier reinfahren. Mag Straßen nicht so. Meistens zumindest. Oh ja. Wenn du merkst, dass dir das Geld ausgeht, dann ist Jagen die beste Möglichkeit, ach so, ja, ein paar Kröten zu verdienen. Haben wir schon ein bisschen. Hier gibt es eine Menge Leute, die gutes Geld für Fleisch und Felle zahlen. Oh. Oh, das ist cool. Auch hier wieder runter. Das bietet sich an. Vor allem, wenn man die Sträucher hier einfach umrasen kann, so. Oh. Wir kommen ins ländliche Gebiet. Oh ja. Ah nein! Ah. Sei vorsichtig, wenn du dich Volks End näherst. Die Sekte hat die ganze Stadt unter Kontrolle. Du musst Mary und Jerome retten. Und dann tritt den Peckys ordentlich in die Eier. Touch out! Natürlich, das tun wir. Lass mal die Waffe ziehen. Na komm, worauf wartest du? Yeah! Und dann... Der Kollaps hat begonnen. John will, dass wir so viel mit Bliss versetzten Dünger wie möglich in diesen Silo lagern. Aber seid vorsichtig, das Zeug ist hochexplosiv. Wir werden gemeinsam zu den Toren von Eden marschieren. Das glaube ich kaum, meine Freunde. Das glaube ich kaum. Ah, den krieg ich nicht auf. Ich glaube, das war der Teil, den ich gespielt habe. Komm mal hier rein. Nimm das. Oh shit. Jetzt die Frage, wie holen wir das denn runter? Ach du. Wo ist er? Wo ist er? Oh, das gefällt mir noch besser. Ups. Oh, das muss ein großes Kaliber sein. Ah, verdammt. Der hat echt viel ausgehalten gerade. Aber egal. Da muss ich überlegen, wie kriege ich den denn runter? Wie kriege ich ein Flugzeug runter? Aber der RPG ist ja zu langsam. Da muss ich entweder gut zielen, also gut schätzen, wo der lang fliegt, oder ja.
So, dann machen wir das doch nochmal. Aber ein guter Anfang mit dem Hochjagen der beiden Trucks. Nimm den Rasenmäher hier. Jetzt muss ich überlegen. Halt noch ein bisschen aus. Der Truck kommt vorbei. Den kann man ganz gut hören, wo der lang fährt. Oder? Na, jetzt haben sie mich entdeckt. Hau ab hier. Ja, das kann ich gut gebrauchen. Mann, die ballern echt alles raus, was sie haben. Ich könnte die Waffe nochmal gut gebrauchen, die ich eben hatte. Dich habe ich. Ach du Scheiße, ich komme ja auch hier hoch. Gucken wir doch mal. Du hast kein... Der auch nicht. Nicht so gut. Ah, hier haben wir was für das Flugzeug. Oh ja. Oh, was bist du denn für ein Pilot? Hopp. Schon. Komm her! Nimm das. Ich will meine Waffe wieder. Mach sie auch nicht. VIP. Er hat die auch nicht. Hey, wo kommen die denn her? Hier ist noch was zum Lesen. Wir stellen die Arbeit ein. Keine Reparaturen mehr. Nicht mal ein Ölwechsel. John war mit den Auserwählten hier. Mit seinen Auserwählten hier. Macht euch keine Sorgen um eure Jobs. Keiner wird deswegen gefeuert. Ich zahle in der Zwischenzeit, was ich kann. Hauptsache ihr seid sicher. In der Zwischenzeit, was ich kann. Hauptsache ihr seid sicher. Und wenn ihr hier in der Werkstatt sicherer seid, in Ordnung. Und wenn ihr zu Hause sicherer seid, ist das auch okay. Kommt bloß nicht vorbei, nur weil ihr euch verpflichtet fühlt. Hier geht irgendwas vor sich. Wahrscheinlich von vorher noch. Hatten wir das hier schon? Kollaps hat begonnen. Komm hoch. Das war knapp. Er ist noch nicht kaputt. Ich habe ja auch. Jetzt sieht das doch hier schon mal friedlich aus. Oh, wir haben es geschafft. Befreit. Wow, cool. Er wischt alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Kummer, noch Weinen, noch Schmerz.
Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Ah, ich sage nicht, ich kenne Gottes Plan, aber ich erkenne etwas Gutes, wenn ich es sehe. Du machst dir langsam einen Namen, Deputy. Und du bist seit langer Zeit das erste Gute, das diesem Tal widerfährt. Etwas Hilfe? Willst du dir den Hals brechen? Eben dachte ich noch, das wäre eine gute Idee. So. Danke. Scheiße. Du. Sorry, hab ich nicht gemerkt. Du machst so viel, also warum nicht auch noch Möbelpacker, hm? Ich dachte, Eden's Gate hätte das alles konfisziert. Was für eine Fairgrave wäre ich denn, wenn ich kein Geheimversteck hätte? Er war der Beste. Diese Stadt hat viel durchgemacht, Deputy. Wir schulden dir Dank, aber... Ich weiß, du suchst nach deinen Leuten. Aber Fakt ist, du bist nicht der Einzige, der Hilfe braucht. Der Pastor und ich schaffen das nicht alles. Wenn du uns zur Hand gehen könntest, werden wir uns revanchieren. Was sagst du? Mary wird dich hier gut verstecken. Wenn du die Gelegenheit hast, dann komm zur Kirche. Ich warte dort. Okay. Da liegt dir was zum Lesen, so wie es scheint. Hallo, erstmal in die Bar gehen, ja? Wie kommst du so recht? Mary May verspricht mir drei Dinge. Schließ dich nicht Eden's Gate an. Lass nicht zu, dass die... Dass sie die Bar schließen, lass nicht zu, dass sie die Witwenwache kriegen. Und bitte vergiss nicht, egal wie schlimm ein Tag auch sein mag. Um Mitternacht kriegst du einen brandneuen Tag geschenkt. Ich liebe dich, Pa. Das ist fantastisch! Es kommen ständig neue Sachen hinzu! Verzeihung, Sir. Falsend ist das Herz dieses gesamten Tals. Wenn du es befreist, ist das schon die halbe Miete im Kampf gegen diese verfluchte Sekte. Ich kenne Mary und Jerome schon seit einer halben Ewigkeit. Gute, ehrliche Menschen. Die lassen dich nicht im Stich. So, gucken wir uns. Warum habe ich eigentlich die... Kann ich hier, ich kann die nicht wegstecken. Okay. Okay, dann gehen wir aber erstmal raus. Hier ist auf jeden Fall jetzt richtig bequem. Oh, hier gehen wir mal rein. Waffen. Waffen kaufen und abpassen. Emotion nachfüllen, Beute verkaufen und vieles mehr tun kannst. Ja. Schöner Tag, oder? Dort drüben wohnt ein alter Veteran, der nicht mehr so gut laufen kann. Hoffentlich steckt er nicht in Schwierigkeiten. Ich würde mich wohler fühlen, wenn du mal nach ihm sehen könntest. So, er. Ja. Gut, dann gucken wir doch mal. Kleidung kann man auch kaufen. Oh, cool. Interessant. Kopfbedeckung. Oh, die brauche ich. Ist auch cool. Kann man ja einiges kaufen. Interessant, aber wir gucken mal Waffen. cool. Ah, das sind bestimmt die Sachen aus dem Season Pass, den ich auch habe. Da muss ich rein. Oh cool, Lackierung, aber... Ah, warte mal. Wie verkaufe ich denn?
Achso, das ist eine erweiterte Version davon. Dann würde ich aber hier eher ein Visier für kaufen. Hier das. Lieblingsvisier. 1250 brauchen wir. Dann müssen wir mal gucken, wie verkaufen wir denn unsere Sachen. Warte mal. Ach, da war's doch. Wollte verkaufen, genau. Wow. Verkaufen. Verkauft. Ich glaube, wir gehen ein bisschen jagen. So. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen jagen. Dann haben wir noch ein paar Felle. Oh, da ist er. Oh, das Auto bin ich nur noch gefahren. Oh, ist das schön. Oh, ja. Oh, yeah. Woo! Damit gehe ich jetzt jagen. Oh, das war zu viel. Na, der Wagen driftet ganz gut. Erstmal nochmal kurz üben. Oh ja. Oh. Hier. Das ist ein Hund. Nicht so schnell fahren. Ach ja. Wo gehen wir denn hinjagen? Ich würde sagen, wir fahren einfach mal hier rein. So. Moment mal, ich fahre mit Controller, das fahre ich lieber. Yeehaw! Oh, so muss das sein. Ich habe keine Ahnung hier. Wobei, ich fahre aber erstmal so, weil ich werde dann schnell rausspringen müssen. Gar nicht so einfach. Ah, kann man auf der Karte gucken, wo es Tiere gibt? Verdammt! Nee. Das ist ein Traktor. Dann bleibe ich aber trotzdem erstmal hier. Das ist natürlich mal ein bisschen anderes Jagen hier. Oh, warte mal. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich brauche ja eine Angel. Ich weiß, dass man auf jeden Fall angeln kann. Ich glaube, ich fahre gerade nochmal zurück und guck mal, ob es eine Angel gibt. Markieren wir den Punkt erstmal. Auto! Was? Oh, das ist cool, das gefällt mir gut. Aber ihr wisst Bescheid, ich fahre nicht auf Straßen. Oh, komm her! Oh, du bist weggeflogen. Bremse ist gezogen, da kann nichts mehr passieren. Sogar... Mann, oh Mann, sogar wenn das Auto gerade an war, hat man hier die Roadkill. hat man das Knacken des Motors. Das ist cool. Ja. Oh, fliegt auch wieder weg. Da knackt er. Wo ist er denn hin? Oh. Der andere ist weggeflogen. Oder war der das? Du wolltest dich gerade rächen. Oh ja, das ist cool. Damit kann man einiges machen. Jetzt fahren wir aber mal hier hin. So. Oh. Da muss ich zum Autoshop. Reparieren. Autsch. Falsche Seite. Oh ja, das macht so viel Spaß, ey. So, einmal hier rein. Oh, cool. Oh, das gibt auch ganz gut. Ja. Und die Musik gefällt mir so. Roadkill, ja gut, Roadkill vielleicht. Wir brauchen aber noch ein bisschen.
Stadtprodukte werden. Boah, ist das cool. Also das ist wirklich mein Favorit, dieser Wagen. Oh, hier haben wir noch ein paar mehr. Das wär, boah, ey. Was nur noch fehlen würde, wäre personalisieren, aber das wäre auch schon ein bisschen heftig. Das sieht aus wie ein bisschen modernerer Mustang. Das ist ein Dodge Challenger, das. Ja, das sieht man auch an der Seite hier. Ja, das ist cool. Der hier ist cool. Den habe ich eben im Editor mal gefahren. Weil ich mal kurz das geguckt hatte. Es gibt so viele Fahrzeuge. Ich habe auch gesehen im Editor, es gibt insgesamt, also jetzt im Vergleich, Moment. Wie soll ich das jetzt erklären? Hier das, hier die beiden. Ah ne, sind nicht. Aber es gibt, sag ich mal, 180 verschiedene Variationen an Fahrzeugen. Boah, ist das cool. Und nochmal jagen, komm her. Ah, das ist so cool geworden alles. Fahren wir doch wieder in mein Jagdgebiet rein. Und zwar hier hoch. Oh, natürlich nicht so. Na, hier komme ich nicht lang. Ich glaube, ich fahre besser offizielle Wege, aber... Ah, jetzt habe ich es. Jetzt haben wir es. Oh, das war ein bisschen heftig. Rennt das da hinten? Oh, da war, glaube ich, ein Tier. Lass das Auto mal hier stehen. Oh, ne, sah nur so aus. Ich kriege ein bisschen mehr mit, wenn ich zu Fuß laufe. So wie da hinten das Jagdgebiet, den Jagdstuhl. Ja. Aber ich fahre doch so gerne, ey. Aber ich fahre sowieso mal woanders hin. Da habe ich alles ausgerottet. So. Ups. Aber ein Gegner, ich will mich jetzt nicht mit denen anlegen. Einfach mal hier lang. Ach, jetzt habe ich ganz vergessen, wegen einer Angel zu gucken. Eh zu spät. Ja, damit. Ja, mit allem. Oh. Ach, die haben die schon geplündert. Verdammt. Ah. Ach ja, böser Truthahn. Uns hat ja nicht mehr viel gefehlt. Ja, eigentlich am besten. Ich fahre jetzt gerade nochmal zurück. Guck währenddessen nach Tieren. Die Sonne geht auf. Wunderschön hier. Die haben mich noch nicht gesehen. Ich fahr mal ein bisschen mit dem Controller. Ja toll, jetzt habe ich gerade zum Controller gewechselt. Ja, ich kann ja wechseln, das geht ja sau schnell. So. Jetzt kann ich wieder wechseln. Hat es so. Ah ja, ich brauche nur geradeaus. Und los geht's. Ah, ich muss links lang.
Und Richtung Heimat. So lenkt er immer darüber, das mag ich nicht. War lieber in der Mitte. Ah, stimmt, hier ist das. So, warte mal. Fallhilfe, Fallhilfe waren, deswegen. Ja, ich fahre lieber hier rein. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. So, und jetzt geht's wieder auf die Tastatur. Gehen wir nochmal in den Store rein. Wie viel gibt's hier überhaupt? Achso, ja, die beiden, okay. Dann ist es wahrscheinlicher, dass ich hier, wenn überhaupt, schon eine Angel kriege. Nein, ich will nicht reden. Kaufen. Oh, 300. Damit haben wir das auch, was wir brauchen. Ja, jetzt haben wir genug. Hä? Achso. Spezielle Währungen. Waffen. Kurz mal. Was ist das denn? Achso. Die Angel könnten wir uns auch leisten. Ich glaube, ich kaufe mal eine zum Testen, weil, ja. Mache ich ein klein bisschen die Folge länger. So. Gucken wir doch mal. Werkzeugrad zu wechseln, Angel zu wählen. Drücke was um die Verfügbarkeit. Warte mal, ich gucke mal nach Controller. Y. Gegen durchzuschalten mit König Fischer, Fliegengröße und Fische anlocken. Ja. Okay. Was war das jetzt? Genau. Ah! Oh. Fühle ich mich wieder. Ah ja. Dann gucken wir mal meine Waffe. Oh ja. Oh ja, das ist das, was ich wollte. Dann gehen wir doch mal angeln. Wo haben wir denn hier den nächsten See? Geradeaus runter. Da fahre ich mit dem Auto hin. So. Ich hab so einen kleinen Burnout hier. Ah, das geht nicht. Ah, doch, geht's ja. Ich habe nur die Handbremse gedrückt. Nicht die Handbremse, sondern, die normale Bremse. So. Ah, erstmal kurz. Wobei, ich fahre hier hin. Das war doch schön atmosphärisch. Oh, da bin ich irgendwo gegen gefahren. Oh, ich sehe überhaupt nichts. Uiuiui. Ui, cool. Wir haben einen Sprung gemacht. Das war nicht so gut. Gucken wir doch mal, dass wir einen ganz schönen Fisch hier kriegen. Ach nein! Oh, das war knapp. Ich stelle mich aber da hinten hin. Hier hinter mir sind ein paar Gegner. So kann man nicht angeln. Das sieht gut aus. So. Was ist denn das? Achso, hey, Mausrad einfach. Ah, verdammt. Okay. Na, egal. Da kommt ein Fisch. Ist ein Fisch. Ach. Muss mal hinhocken. Ich will doch in Ruhe angeln. Kackbratzen. Egal, die sehen mich nicht. Wackeln hier. Das
Holt euch den Fisch. Vielleicht mache ich aber auch irgendwas falsch. Halt mal kurz. Ah, ich habe eine Taktik gefunden. Die sind mir ganz gewaltig auf die Nerven gerade. Ja, Herde ausdünnen. Du bist jetzt schon mal dünner. So, jetzt gehe ich angeln. Bisschen einholen, dann kommen die Fische. Ah, ich muss dann anschlagen. Ich lerne dazu. Mit Rechtsklick einheben, indem du entgegen der Bewegung des Fisches bewegst. Die Schnur gerät dabei unter Spannung. Wenn du die Schnur rot wird, dann hör auf dagegen zu halten und den Fisch einzuhalten, denn sonst reißt sie. Ach, das ist ja komplizierter als ich dachte. Oh, das ist gar nicht so einfach. Komm her, komm her! Da, komm her! Komm her, komm her! Ach du Scheiße, ist das kompliziert. Ah. Unser erster Fisch. Komm, einen machen wir noch. Ah, den habe ich verscheucht. Das war zu viel. Und nochmal. Ich glaube, das war nicht weit genug. Na, ich werfe ein bisschen weiter raus. Sieht schon besser aus. Komm her! Komm her! Du bist mein! Komm her! Komm her! Na! Das macht mir auf jeden Fall Spaß. Da werde ich viel Zeit mit verbringen. Jetzt nicht in der Aufnahme. Regenbogenforelle. Aber, ich werde damit viel Zeit verbringen. Diese ganze Atmosphäre gefällt mir gut. Ich werde das Spiel auf jeden Fall zweimal durchspielen. Einmal mit euch und einmal alleine, weil da kann ich auch das Radio hören und sowas. Da wirkt das Ganze nochmal ein bisschen anders. Aber das hier reicht ja, um euch das Spiel zu zeigen. Beziehungsweise, was heißt reicht? Also, eher gesagt, ohne, man muss ja nicht das Radio haben, um das Spiel zu zeigen. So. Und jetzt auf nach Hause. Ein bisschen was verkaufen in der Früh. So, hier ist die Werkstatt. Da parken wir wieder. So. Oh, oh. Fahrzeug verlassen. E. So, dann gehen wir mal den Fisch verkaufen. Ich finde das cool, dass man nicht immer unbedingt hier rumballern muss, sondern auch mal angeln gehen kann und sowas. Das gefällt mir echt gut. Hier, nimm was. Ja, 100 ist doch nicht schlecht. Kann ich auf mein Inventar zugreifen? Naja. Was ist das hier? Naja. Ups. Lassen wir erstmal so.
Munition. Ich kann dir gar nicht genug danken, dass du diese elenden Kultisten losgeworden bist. Ups. Ich muss erstmal ein bisschen hier einen Überblick verschaffen. Einen Punkt habe ich. Wingsuit. Was könnte ich denn jetzt am besten gebrauchen? Ah, oh, die Musik ist schön. Ups. Den nehme ich mal gerade. Den Schweißbrenner. Das nehmen wir auch mal. Und den hier auch. Jetzt brauche ich den Schweißbrenner mal. Wahrscheinlich hier. Schweißbrenner. Wir hatten nämlich eben, als wir das Ganze hier eingenommen haben, haben wir noch den Safe gesehen. Den mache ich gerade noch auf. Achso, unten rechts steht's. Ah ja, okay. Die kann man also auch so freischalten. Dann ist das cool. Achso, das sind diese Mikrotransaktionen, wovon er gesprochen hat. Aber man kann das ja auch so freischalten jetzt. Haben wir ja erfahren gerade. Was hatten wir noch freigeschaltet? Den Enterhaken. Wie kriege ich den denn? Ups. Müsste ja hier stehen. Links und. Das hier, ach so, das sind dann so vordefinierte Bereiche, okay. Gut, dann würde ich sagen, sind wir auch heute wieder am Ende einer Folge. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ja, beim nächsten Mal dann sehr wahrscheinlich mit dem Marco von IG Metal. Und ja, wenn nicht, dann wird das aber auf jeden Fall noch kommen. Und ich bin einfach. Ich will einfach immer weiter spielen. Na gut. Ich will ja auch keine Überproduktion machen. Und denn, wie gesagt, der Marco will ja auch mitmachen. Und ja. Dann würde ich sagen, bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal.